dieses Hotel zu leiten, das wäre einfach. Ich möchte nach Berlin. Mit dir. And now the end is near, and so I face the final curtain. Dieser Auftritt ist enorm wichtig für mich. Ich muss mich ganz in Ruhe vorbereiten. Doch auch nur sagen. Mein Gott, was wollen Sie? Dass Ihre Show bereits angefangen hat. Was? Ja, Ihre Schwester singt bereits vor den Damen und Herren. Und damit gehörst du mir, Niklas Stahl. Ich will dich nicht verlieren. Weder als Schwester noch als Freundin. Wir dürfen es nie wieder so weit kommen lassen. Ich habe nur gesungen. Die haben noch gar keine Ahnung von Musik. Die sind einfach aufgestanden und gegangen. Sei still. Aber du hast doch gesagt, wir beide im Duett. Kein Wort mehr. Aber Natascha, bitte. Du bist für mich gestorben. Natascha, warte bitte. Ich weiß, dass ich einen Fehler gemacht habe. Wirklich. Aber das Duett, du hast doch gesagt, dass wir beide zusammen auftreten. Das hast du doch nicht ernsthaft geglaubt. Aber ich wollte doch einfach nur nett sein, weil du mir die Ohrringe geschenkt hast. Ja, die sollten dir Glück bringen. Ich wollte wirklich nur das Beste für dich. Warum hast du dich nicht einfach rausgehalten? Warum musst du immer alles kaputt machen? Ich kann den Plattenbossen hinterherlaufen. Jetzt bist du ja da. Glaubst du wirklich, die hören auf dich? Auf so ein blödes Blondchen, das noch nicht mal singen kann. Aber ich wollte wirklich nur das Beste für dich. Du hast alles, alles kaputt gemacht. Ich will dich nie wiedersehen. Michael, ich weiß, es kommt für dich ein bisschen plötzlich, aber kannst du, ich meine, könntest du dir vorstellen, mit mir zusammen... Coco. Also, ich kann ja nicht alles stehen und liegen lassen. Ich, meine Praxis. Ja, aber du könntest in Berlin eine neue aufmachen. In Berlin. Coco, in Berlin gibt es eine Ärzteschwemme. Hör zu. Ich weiß, wie sehr du dir immer ein eigenes Hotel gewünscht hast. Hm? Was hältst du davon? Du verkaufst das und suchst dir hier in der Nähe ein ganz hübsches kleines Hotel. Hm? Und dann ist da noch deine Ausbildung als Sommelier. Also die könnte ich in Berlin machen. Und das Hotel gehörte meiner Mutter. Mal ein Neuanfang. Nur wir beide in einer anderen Stadt. Das stelle ich mir aufregend vor. Bitte, versprich mir, dass du wenigstens einmal drüber nachdenkst. Mach ich. Wiederschauen. Auf Wiederschauen. Ach, Sophie. Gut, dass ich Sie treffe. Ich wollte mich noch bei Ihnen bedanken. Wofür? Sie haben Niklas nichts von meinem kleinen Ausrutscher neulich erzählt. Sie meinen, dass Sie Sebastian geküsst haben? Wie gesagt, es hatte nichts zu bedeuten. Wenn Niklas es erfahren hätte, er hätte es wahrscheinlich nur falsch verstanden. Oder genau richtig. Ich bin jedenfalls froh, dass ich mich auf Ihre Diskretion verlassen kann. So wie Sie sich auf meine. Dafür sind Freundinnen ja da. Auf Ihre Freundschaft kann ich getrost verzichten. So feindselig? Ah, da bist du ja. Können wir? Ja. Ihr macht einen Ausflug? Herrlich, oder? Gut. Meinst du, die Sonne kommt durch? Bestimmt. Ich hab die Überraschung eingepackt. Oh. Hi, Tina. Sag mal, hast du heute Abend schon was vor?
blöd. Jeder macht doch mal einen Fehler. Vielleicht sollten Sie langsam die Tatsachen ins Auge schauen. Poppy, Sie haben ein großes Herz. Sie sehen fantastisch aus. Sie sind ein echter Sonnenschein. Aber? Ja, Ihre Fähigkeiten als Sängerin... Ausbaufähig, ich weiß. Da wäre ich mir nicht so sicher. Sie meinen, Natascha hat recht und meine Stimme ist wirklich nicht gut genug? Tut mir leid, Poppy. Aber schauen Sie mal, jemand mit zwei linken Händen, der wird auch nicht Schreiner. Aber wieso Schreiner, Herr Werner? Ich möchte doch Sängerin werden. Tja, aber dazu reichen Ihre Fähigkeiten nicht aus. Sie meinen, ich soll meinen Traum begraben? Konzentrieren Sie sich auf Ihre Stärken. Davon haben Sie mehr als genug. Herr Werner, Sie sind wunderbar. Sie machen immer das Richtige, sagen das Richtige. Aber was mache ich mit meiner Schwester? Ich möchte mich doch mit ihr vertragen. Lassen Sie sie besser erstmal in Ruhe. Aber ich will den Fehler mit dem Produzenten bereinigen. Ich hab's. Ich finanziere die CD-Produktion. Ja, dann können ihr doch diese blöden Produzenten schnutzegal sein. Ja, das ist keine schlechte Idee. Nur, wo und wie kriege ich die Kohle dafür her? Und da helfe ich Ihnen gerne. Ich gebe Ihnen ein Darlehen. Das ist wirklich sehr nett von Ihnen, aber... Nein, ich möchte von Ihnen kein Geld annehmen. Ich finde schon einen Weg und mir wird was einfallen. Ich übernehme wieder. War irgendwas? Ja, wohl doch. Da, schauen Sie mal. Heiliger Tascha, ja. Ein Gary Mondbichler aus Houston, Texas, hat ab morgen die Fürstensuite reserviert. Nee. Ja. So ein Zufall. Mondbichler. Und wir Sonnenbichler. Ja, vielleicht ist es auch kein Zufall. Ich meine, so Familiennamen machen ja oft die merkwürdigsten Wandlungen durch. Meinst du, der hat irgendwas mit uns zu tun? Das ist eigentlich unwahrscheinlich, aber... ja. Ich bild mir ein, ich habe den Namen schon einmal gehört. Also ich nicht. Wo kommt der her? Aus Amerika? Mhm. Ja, vielleicht stammen seine Vorfahren hierher. Ja. Weißt du was? Wenn er morgen eincheckt, frage ich ihn. Machst du. Was ist das? Probier's. Sorbet aus Pfirsichminze. Das Rezept habe ich in Barcelona kreiert und hier weiter verfeinert. Mmh. Fantastisch. Ein Mann, der einen so verwöhnt, den muss man festhalten. Ja, wir sollten das Sorbet essen, bevor es schmilzt. Ja. Ist mir gut gelungen. Entspann dich. Wir haben frei. Wir sollten den Tag genießen. Das geht nicht immer so einfach. Die letzten Tage waren sehr anstrengend. Der Unfall in der Küche. Hier. Der passt perfekt zum Sorbet. Du denkst an alles. Du bist toll. Charmant. Sensibel. Klug, leidenschaftlich, nicht nur beim Kochen. Danke. Auch wenn es vielleicht ein bisschen früh ist. Ich bin verliebt in dich. Du musst jetzt nichts sagen. Ich will dich auch gar nicht unter Druck setzen. Nein, nein. Dir geht's genauso? Ja. Es ist schön mit uns. Kulinarische Köstlichkeiten mit dem Mann meiner Träume. Was könnte es Schöneres geben?
Kannst du dir das mal anschauen? Du bist doch Künstler. Ja, aber ich bin ja eigentlich kein Grafiker. Poppy Schweizer, exotische Tänze, Privatvorstellungen möglich. Ja, ich brauche Geld, um die CD-Produktion meiner Schwester zu bezahlen. Weil du das mit den Produzenten vergeigt hast. Woher weißt du das denn? Flurfunk. Flurfunk? Mhm. Naja, jedenfalls will ich ihr helfen, damit sie nicht mehr sauer auf mich ist. Damit? Ja, das ist doch das Einzige, was ich kann. Also, womit ich Geld verdienen kann. Und ich kann das wirklich richtig gut. Ja. Weißt du was? Wir drucken das einfach. Und dann verteilt es im Restaurant und im Café und in der Küche. Poppy, Werbung für eine Stripperin im Fünf-Sterne-Hotel. Aber ich brauche doch das Geld. Hast du mal über Crowdfunding nachgedacht? Naja, ein Freund von mir hat da auf der Kunsthochschule riesige Installationen finanziert. Mit Kraut? Nee, das ist Englisch. Das heißt aber nichts anderes, als dass man übers Internet ganz viele Leute fragt, ob die einem mit ein paar Euro aushelfen. Ach so. Und so kriegt man dann ganz viel Geld zusammen. Mhm. Poppy klimpert einmal mit ihren Wimpern und schon schmelzen sie dahin. Mein Gott, die Männer sind doch alle gleich. Man drückt ein paar simple Knöpfe und schon schaltet sich der Verstand aus und die Hormone ein. Sie haben eine etwas sehr beschränkte Weltsicht. Ich habe meine Erfahrungen. Weil Sie oft genug mit Ihren Wimpern geklimpert haben? Jetzt werden Sie beleidigen. Nein, Sie! Sie unterstellen mir, ich würde mich nur für Poppy einsetzen, weil ich mit ihr ins Bett will. Ja. Und das ist natürlich überhaupt nicht Ihre Absicht, oder? Seien Sie doch bitte einmal ehrlich. Nein! Ihre Schwester verehrt Sie. Sie sind Ihr großes Vorbild. Ja gut, sie hat einen Fehler gemacht. Einen! Jetzt machen wir uns doch mal nichts vor. Sie ist dumm, naiv und egoistisch. Und deshalb ist sie auch immer wieder in irgendwelchen Schwierigkeiten. Poppy hat auch andere Seiten. Ja, das ist ja wundervoll, dass Sie die sehen. Aber ich will von ihr nichts mehr wissen. Und ich bin mir ganz sicher, Ihnen wird das bald auch so gehen. Ich an Dr. Niederbüths Stelle würde mir auch fünfmal überlegen, ob ich die Praxis einfach so aufgebe. Und an meiner Stelle? Würdest du seinetwegen hierbleiben? Wieso wird eigentlich immer von uns Frauen erwartet, dass wir den Männern folgen, egal wohin? Und andersrum? Er ist hier geboren und aufgewachsen und sogar sein Vater hat schon in der Gegend praktiziert. Dann wäre es ja höchste Zeit für eine Veränderung. Aber nicht so viel und nicht so schnell. Du kommst auch aus der Gegend und du wärst mit Goran damals sogar nach Argentinien gegangen. Bin ich aber nicht. Ja, weil Goran nicht ehrlich mit seinen Gefühlen war. Und ihr seid ehrlich mit euren Gefühlen. Ja. Dann siehst doch als Test, was euch wichtiger ist. Die Beziehung oder die Chance, nach Berlin zu gehen. Du meinst also, ich sollte hierbleiben? So nach dem Motto, die Klügere gibt nach? Vielleicht auch der Klügere. Du hoffst also, sie verkauft das Hotel. Was soll ich in Berlin? Ich müsste völlig neu anfangen. Beruflich und privat. Frau Conradi auch. Aber ich verstehe nicht, warum verkauft sie denn das Hotel nicht? Und sucht sich hier in der Nähe etwas Schönes? Es geht um das Erbe ihrer Mutter. Und möglicherweise kommt auch noch etwas anderes hinzu. Weißt du, hier auf dem Land, da ist es wunderschön, aber es ist nicht jedermanns Sache. Und eine junge Frau wie deine Freundin zieht es vielleicht in die Großstadt. Schau mal, eure Beziehung hat sogar die Quertreibereien von Frau Engel überstanden. Ihr kommt in eine neue Phase und plant eure Zukunft. Und das kann man nur gemeinsam. Du meinst also, ich soll nachgeben? Wenn Frau Conradi deinetwegen auf ihre Träume verzichtet, wird sie dir das irgendwann vorwerfen. Ja, und ich ihr, wenn ich nur ihr zuliebe nach Berlin gehe. Und deshalb könnt ihr es nur gemeinsam lösen. Hm?
gehe mir aus den Augen. Aber ich wollte... Naja, wenn das mit dem Crowdfunding klappt, dann... Aber ich habe das irgendwie immer noch nicht verstanden. Also warum sollen Leute Geld spenden für jemanden, den sie nicht kennen? Nein, Poppy, die spenden nicht, die investieren. Das heißt, sobald die CD erfolgreich ist, haben sie selber was davon. Aha. Und zweitens, deine Schwester hat viele Fans und die anderen müssen sie eben noch kennenlernen. Oh, wie das denn? Ich stelle ein Video von ihr ins Netz. Oh, das müssen wir aber dann so machen, dass sie das nicht rauskriegt. Das muss dann eine Überraschung werden. Überraschung? Ja, du siehst ja selber, sie redet nicht mehr mit mir. Und wie sollen wir da an ein Video rankommen? Ich mach das schon. Bleib du hier. Aha. Ist ja nicht gerade viel los hier drin. Oh, das ist nur die Ruhe vor dem großen Sturm. So. Sollten Sie nicht bei Ihrer Liebsten sein, anstatt hier herumzulungern? Ja, die ist im Kino mit einer Freundin. Aha. Ja. Was kann ich für Sie tun? Um ehrlich zu sein, ich bin froh, dass wir alleine hier sind. Hätten wir das nicht schon längst geklärt? Hm. Doch, das haben wir. Und keine Sorge, ich träume jetzt nicht mehr von Ihnen. Aha. Muss ich ja jetzt ein bisschen beleidigt sein. Sie wollten ja nicht. Aber das heißt doch nicht, dass Sie aufhören, mich zu verehren. Das tue ich noch. Als Künstlerin. Und von der brauche ich auch einen Rat. Aber ich dachte, Sie sind jetzt zur Kochkunst übergewechselt. Mhm. Wäre da Ihr Ansprechpartner nicht eher Niklas Stahl? Ja. Aber manchmal juckt es mir einfach nur richtig in den Finger, noch ein Objekt zu machen. Aber ich krieg's einfach nicht hin. Und ich soll jetzt Ihre Muse sein? Aber nur, wenn ich sie nicht küssen muss. Können Sie mir irgendwie was von Ihren Anfängen erzählen? Haben Sie nicht manchmal das Gefühl gehabt, dass Sie einfach kein Talent haben oder dass Sie dachten, ich krieg jetzt einfach gar nichts mehr hin? Naja, vielleicht liegt das nur daran, dass Sie immer nur Schrott zusammenschrauben. Danke. Nein. Eigentlich habe ich immer gewusst, dass ich Sängerin werden wollte. Ich hatte nur ein ganz großes Ziel. Ja? Ich wollte auf die Bühne. Und irgendwann dann mal Alben aufnehmen. Aber eigentlich wollte ich einfach immer nur singen. Und mein Publikum berühren und es unterhalten. Sag mal... Lange wohnt deine neue Mitbewohnerin jetzt schon hier? Ja, doch, schon seit ein paar Tagen. Reife Leistung. Wie geht's dir eigentlich? Also wegen der Gehirnerschütterung und der Rauchvergiftung? Also gesundheitlich geht's mir schon viel besser. Aber? Zwischen Niklas und mir, also wir hatten fast gestern im Stall, Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Ihr habt aber nicht... Nein. Irgendwann war da jemand an der Tür. Und da sind wir zur Vernunft gekommen. Ja, Gott sei Dank. Weil wenn ihr miteinander geschlafen hättet, dann... Ja, dann hätte ich ihm die Wahrheit sagen müssen, dass ich nicht seine Schwester bin. Hast du gesehen, wer da an der Tür gestanden ist? Oder ob er was mitbekommen hat? Oh Gott, hoffentlich war es nicht Patricia. Obwohl, wenn es Patricia gewesen wäre, dann hätte sie dir sofort die Augen ausgekratzt. Ich meine, ihr Freund betrübt sie und dann auch noch mit seiner Schwester. Patricia weiß alles. Was? Dass ich Julia Wegener bin. Aber woher? Sie hat ein Foto von mir und Sophie gefunden. Bitte, Tina, du musst das für dich behalten. Ja, klar. Aber wie soll es denn jetzt weitergehen? Na, wie schon? Niklas und ich, wir müssen uns zusammenreißen. Sowas darf einfach nicht nochmal passieren. Komm. Jedenfalls sehr nett, dass du heute für mich Zeit hast. Sonst wäre mir noch die Decke auf den Kopf gefallen. Und das kann ja niemand wollen. Großartig. Dann sind wir so in einer halben Stunde bei Ihnen. Nein. Es hat geklappt? Ein Essen in einem Sterne-Restaurant. Genau das Richtige, um einen freien Tag angemessen zu beenden.
Lust auf eine kleine Vorspeise? Wir haben einen Platz in einem der angesagtesten Läden der Stadt. Na und? Willst du nicht was Passendes anziehen? Ich habe hier viel mehr Lust auf einen Sternekoch als auf Sterneküche. Was ist? Nichts. Alles in Ordnung. Das Video ist auf dem Stick, hat Jonas gesagt. Jetzt? Na, hochladen natürlich. Was sonst? Wie denn? Ach, wenn Jonas bloß hier wäre. Warte mal, versuchen wir es da mal. Ah, da öffnet sich ein Balken. Ja, das lässt doch hoffen. Geschafft! Wir sind echt ein super Team. Poppy, speichern. Sehr wichtig. Ja, wäre auch zu schade, wenn die Arbeit verloren ginge. So? So, damit wäre die Crowdfunding-Kampagne für ihre Schwester im Netz. Jetzt muss ich nur noch die Mails hier verschicken. Die habe ich natürlich schon geschrieben. So. An alle? Ja, an Natascha natürlich nicht. Ich bin ja nicht blöd. Auch an den Rest der Belegschaft haben Sie geschrieben? Ja, die kennen doch alle Natascha. Und ich bin mir sicher, dass Sie sich an dieser Crowdfunding doch beteiligen. Für Sie mindestens ein Applauder. Die Kampagne für Natascha sollte doch erstmal geheim bleiben. Ach ja, natürlich. Oh, ich habe echt Popcorn im Kopf. Nein. Fragen Sie einen älteren Herrn, der weiß manchmal Rat. Würde ich ja, wenn hier einer wäre. Eine. Haben Sie wirklich eine Idee? Ich schicke einfach eine Mail hinterher und für Donnerstag.